Bethesda. Der Schwarzdreck geht nicht klar. So. Hier oben Systembetriebsstation 1, das hatten wir auch schon. Da drüben ist irgendetwas, das leuchtet. Da könnte man vielleicht auch noch dran kommen. Hier war der Mitarbeiterterminal, wo man sich die ganzen Dinge bestellen konnte und keine Mitarbeiter ausrufen konnte. Da raucht noch ein Haufen. Apropos Haufen. Wow, alte Bandlaufwerke. Oh. Abgefahren. Abgefahren, 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 abgefahren. Ja, ja, kennt heute kaum noch einer so Quatsch, ne? Oh, wie konnte ich das hier übersehen? Holla, alleine schon dafür hat sich das Betreten dieser ganzen Städte hier nochmal gelohnt, ne? Hier, Lootraum. Ein bisschen Loot tut gut. Horsti. Ja, das ist Horstis Motto. Ein bisschen Loot tut gut. Und guck mal, Leute, ein Stimmpack. Da freut sich der Horsti auch immer so drüber, wenn er einen Stimmpack findet. Da ist ganz und gar nichts falsch dran. Wie kann man sich über einen Stimmpack nicht freuen? Oh, öffnen Aktenschrank. 10 mm Schuss. Öffnen Schreibtisch. Kronkorken. Oh, hier ist die Betriebsstation 2. Zugang zur Zentralrechnerstation 2 genehmigen. Zugang genehmigt. Wichtige Bekanntmachung. Ah ja, hier haben wir wieder die gleiche Scheuse, die wir sonst auch haben. Und jetzt sollten eigentlich alle drei Systemstationen. Ja, hier. La la la. Nö, 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 nö. Das ist alles Staffage. Hier, da mit der Technik kenne ich mich aus, habe ich ja gesagt schon. Das passt hier irgendwie mal überhaupt nicht hin. Aha. Vielleicht kriegen wir den Schlüssel für hier hinten. Ich sollte vielleicht. Oh. Das bringt zwar nicht viel, aber immerhin, wir kriegen dafür Erfahrungspunkte. 33 EP, super. Vielleicht sollte ich den hier auch hacken, weil, ne? Wenn denn möglich, Bodyguard. 1 von 9, korrekt. Das kann es nicht sein. Returning. 3 von 9 korrekt. Brutality liebe ich. Beautiful. Nö. Okay. Ja, ich weiß, ich mache das momentan garantiert. Alles nicht zu effizient. Completes. 2 von 9 korrekt. Illnesses. 2 von 9 korrekt. Patiently. So bin ich. Nö, ich habe auch momentan wirklich gar nicht das Hirn dazu zu solchen Dingen. Ach so. Ja. Ich muss mich an einen Administrator wenden. Das bin ich. Ich bin hier der Administrator. Corporate. Computers. Completes. Oha. Entschuldigung. Ich mache das jetzt so lange, bis das funktioniert. So. Undergone, das ist ja mal ein Wort. Oha. Nö, das kann es nicht sein. Aha, aha. Das kann es auch nicht sein. Requiring. Nö.
Searching. Scientist. Remaining, releasing vielleicht? Schiete. Das wäre jetzt so einfach gewesen, aber mein Hirn macht es nicht mit. Objective. 1 von 9. Okay. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Aha. Generally. Jupp. Okay. Ja. Geschützturme deaktivieren. Ja, es gibt zumindest ein paar Erfahrungspunkte und ja. So, und hier komme ich nicht rein, weil ich hier keinen Schlüssel habe. Doch! Irgendwie habe ich jetzt auf einmal den Schlüssel. Hä? Ja, das ist wahrscheinlich dadurch, dass ich die drei Terminals aktiviert habe. Aktivieren Vault-Tec-Zentralrechner. Vault, Lager, Lagerorte und Zugangscodes herunterladen. Oh. Kartenmarkierung hinzugefügt. Ich habe jetzt alle Vault. Holla, holla, das ist so schön. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich glaube... Rivet City. Ich müsste jetzt eigentlich alle Vault-Orte haben, ne? Robco-Werk. Lass mich mal. Gördershade. Nur seltsamerweise nicht. Vault 106. Da. Doch. Minefield. Tempel-Einheit. Aber ich müsste. Vault 108. Müssten aber eigentlich viel mehr Vault sein. 1. Was passiert, wenn ich nochmal da drauf klicke? Auf das Ding? Nö, geht nichts. Okay, alles klar. Also, ja, wir haben ein paar Vault-Orte bekommen. Das ist schön. Das ist mit Sicherheit schön. Die können wir dann auch demnächst mal aufsuchen. Ich dachte, wir hätten hier alles abgeschaltet. Alter Schwede. Jetzt rein. Oh, das ist ein Mark 3. Wow. Vorsichtig. So. Von wegen Mark 3. Warum ist denn der jetzt wieder angewiesen? Ich hatte den doch ausgeschaltet. Oder hatte ich die jetzt wieder eingeschaltet? Ich bin doch ein Honk, ne? Ich werde sicherlich nachher sehen, dass ich sie wieder eingeschaltet habe und dann denken, Honky, das ist Honky, das kleine Honky-Tier. Er ist so honkig, da kann da nichts dafür. Warte mal. Hier war doch auch noch irgendwo. Warte mal, war das nicht da oben? Ich will da nochmal hin, da war doch die Loot-Ecke oben. Wo war die jetzt? War das nicht? Ah ja, hier hinten ging es runter dann. Ja, genau. Leute, ich muss wirklich Feierabend machen. Aber es macht immer noch tierisch viel Spaß. Und es macht zum Ende immer Spaß. Immer noch mehr Spaß. Man denkt so, oh, ne. Also, heute die 4 Stunden und so weiter, das schaffe ich nie. Und dann ist man bei 5 Stunden und sagt so, hä, was? Ja, leer. Also hätte der jetzt auch noch gestanden, dann hätte ich gesagt, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Bei Vault-Tec. Im Hause Vault-Tec. Ja, so ist es. Goodie Two-Shoes. Bloß aufpassen, dass ich hier nicht aus irgendwas trinke aus Versehen. Nicht festbacken, bitte.
passiert hier mal ganz leicht. Ja, guck mal, was für schön viel Billig-Loot hier rumliegt. Ja, da sind noch Gläschen. Ach, die habe ich auf den Boden geschmissen vorhin, weil ich sie nicht tragen konnte. Jetzt habe ich begriffen, so kommt das also dahin. Das Material. Da ist noch mehr Kram. Da ist noch ein Teller. Ja. Ja, Rossi, so viel möchtest du auch mal looten können, ne? Ja, da ist noch irgendwas gewesen, aber weißt du. Jetzt reicht's. Wir sind in Vault-Tec gewesen und haben alles gemacht, was soweit ging. Wir haben noch fast 100 Tragepunkte, Kapazitätspunkte frei. Weißt du? Ich sehe das jetzt noch nicht ein, dass wir jetzt nach Hause fahren, ne? Jagdflinte. Ich hoffe mal, wir haben noch genügend Muni für die. Wow! Alter Schwede! Ein Supermutantenbiest. Ah! Moment, warum konnte ich den eben nicht anwählen? Dann nehmen wir mal das Sturmgewehr. Herr Muti. Oh, Herr Muti. Sie sind aber mutig, Herr Muti. Moment. Da kann Ihnen geholfen werden. Scheiß Watz, komm, das ist einfach so. Bleib doch mal stehen. Das sage ich zu dir auch. Bleib doch mal stehen. Ja, genau. So, Herr Muti. Und das war's dann mal mit Ihnen. Es war hoffentlich der letzte Mutti. Ich sollte nicht in der Nähe von den... Ja, also den hatten wir hier, ne? Hier waren wir ja schon. Oh, halt. Hör mal. Wie spawnen die hier, die Vögel? Wäre ja lustig, ne? Du bist verwundet? Doch. Ach. Die hatten wir doch alle schon kaputt gemacht. Meine Güte. Wie kann das sein? Wie ist es möglich? So. Ich wollte doch nur hier hinten noch den Rest Loot wegholen. Ist mir das jetzt nicht erlaubt oder was? Diggi. So. Was hast du mal davon, dass dein Kollege mich anschießen wollte? Hier, da, Stimpax. Guck mal, kriegen wir die Stimpax wieder. Geilo. Geilo, geilo, geilola. Geilo, geilo, geilola. Weißt du? Falls da vorne sich noch irgendwas rumdrückt. Ja. So kann es dann mal passieren, ne? Wer da ist, derjenige, der hier alles in die Luft sprengt. Oh, hier radelt es. Ich möchte nicht im radelnden Gebiet sein. Och. Ja, Metrostation. Fein, oh fein. Ja, das Auto da macht mir Angst. Aber weißt du? Das muss ja nicht sein. Ja, ich gehe mal hier so zur Seite. Das sollte dann auch mal aufgeräumt haben da. War ein Spaß hier, ne? So, noch ein paar Stimpaks und ein schmutziges Wasser. Was haben wir da? Da hat eben einer oben geschossen, von oben. Ich will wissen, wer das ist. Ich will jetzt sofort wissen, wer da auf mich geschossen hat. Hallo? Achso, falsche Taste. Coca-Cola. Lalalalalala. Ich will nicht schon wieder in eine Mine reinlaufen. Ah, hier radelt es. Ich will nicht geradelt werden. Jo, mir ist Sam im Radeldor. Jo,
Yomiesan Memorial Door. Yomiesan. Das Statesman Hotel. Oh, das könnte interessant werden. Hier konnte man doch übers Dach. Da war doch was. Da war doch was. Moment, Moment, Moment. Also erstmal, überhaupt, machen wir uns erstmal ein paar Stimpacks rein. Ne? Nicht die Zuckerbomben, bitte. Ja, nö, das ist zu viel, weißt du was? So. Dann machen wir mal einen Speicherpunkt und wir gehen ins Statesman Hotel. Da war was. Da waren doch oben diese komischen Söldner, wenn ich mich recht erinnere. Da fällt da erstmal ein Supermutant vom Dach. Digga, guck mal. Nobel. Nobelpreis. Verdächtig. Statesman Hotel. Aha. Was? Ach. Meine Güte, was machst du denn da oben, Kollege? Supermutantendienst? Ich gehe hier erstmal beiseite. Warte mal. Weiter. Halt. Alter Schwede, Horsti, hast du das gesehen? Er wollte uns töten. Alter, das viele. Halt. Halt, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Digi. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass da so viele drin sind. Ich esse dein Hirn. Das muss ich. Ich esse. Du willst mein Hirn essen? Komm mal her. So. Ich denke mal, das war's dann auch mal. Halt, stopp. Holy shit. Holy fucking Moly Macaroni Shit. Ich hoffe, ich rede laut genug. Superhammer. Digga, das ist der Superhammer. Hundefleisch. Woher hast du Hundefleisch, Kollege? Hundefleisch. Und Rettkakerlackenfleisch. Und hier ist noch ein Supermuti. Der ist allerdings vorhin schon tot und oben runtergefallen. Ja, also. Hier gibt es mit Sicherheit Spaß, weil, also ich erinnere mich, das Statesman Hotel, war das nicht das, wo auf dem Dach die Söldner gefangen waren von irgendeiner komischen Einheit? Ich habe da irgendwie so eine dunkle Erinnerung. Jetzt mal sehen, wie viele Stimpacks wir wieder kriegen. 2. Immerhin. Das ist zwar bei weitem nicht... ich höre Schritte. Wer ist da? Immer dieser Lärm. Ein Ledergürtel. Ich gucke hier erstmal noch ein bisschen rundherum. Ich traue mich nicht so ganz. Was? Ja. Ich habe Hunger. Ich brauche was zu essen. Fleisch wäre gut. Ein Brahmenkopf ein bisschen angebraten mit... Na klar. Ach, ich habe ohnehin nichts mehr zu sagen. Hä? Also er will einen Brahmenkopf angebraten, lecker angebraten mit... ich habe keine Ahnung. Ding. So, ja, ich fühle mich nicht imstande, das zu tun, aber nun denn, dann wollen wir mal schauen. Explains. Infamous finde ich geil. Infamous ist nur eines richtig. Explains. 2.
Breaking. Nee. Citizens. Nö. Okay. Lass mich das laden. Okay. Ich bin jetzt auch abgelenkt dadurch, dass der Supermutant darum eiert. Concerns. Fuck hier. Planning. Red Suits. Suits. Ah. Okay. Ja, gib her. Gäste Check-in. Reservierungsserver nicht verfügbar. Gäste Checkout. Reservierungsservice nicht verfügbar. Verfügbarkeit prüfen. Empfangssafe entsperren. Geilo. Gäste Beschwerden. Oh, das ist schön. Das macht Spaß. Sicherlich. Beschwerdedatenbank. August 2077. Bitten Sie den Gast, seine Beschwerde möglichst genau zu formulieren. So wie ich Bethesda kenne, wird das witzig werden. Beschwerde 0001. Vorfall der Stufe 3. Geringfügig. Gast Harold Worthington der Dritte. Vorfall. Herr Worthington gibt an, die Eismaschine im zweiten Stock habe ein Leck, sodass der Kachelboden nass geworden sei. Darauf sei er ausgerutscht und hingefallen. Als er nach einer Nacht im Alfresco auf dem Weg zurück in sein Zimmer war. Er verlangte Wiedergutmachung in Form von kostenlosem Zimmerservice oder ein paar mehr von den verdammten Kissen. Geil. Herr Worthington zeigte sich am Telefon streitsüchtig und beleidigend. Das könnte ich sein. Nicht wirklich. Beschwerde 2. Vorfall der Stufe 3. Schwerwiegend. Gast Seneca Clarkson. Die unbekleidete Leiche Frau Clarksons wurde in Zimmer 302 auf dem Bett vorgefunden. Sie war an einer über ihren Kopf gezogenen Plastiktüte erstickt und konnte sich nicht aus dieser Lage befreien, weil ihre Extremitäten an den Bettpfosten festgebunden waren. Der Mann, der den Vorfall berichtete, wurde inhaftiert, obwohl er angab, das sei alles nur ein bisschen Spaß gewesen. Frau Clarkson ist uns gut als Hostess der Einrichtung bekannt und als solche geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass sie im Einsatz verstorben ist. Alter, was ist das für ein Lager? Für ein Laden hier? Beschwerde 3. Vorfall der Stufe 3, mittelschwer. Gast Wanda Callendine. Vorfall. Frau Callendine berichtete, dass es in ihrem Zimmer roch, als würde gekocht. Zimmer 202. Es wurde sofort ein Sicherheitswachmann in ihr Zimmer geschickt, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren. Nach Überprüfung des gesamten Raumes entdeckte dieser, dass die ihr zur Verfügung gestellte Heizdecke nicht korrekt funktionierte und ihre Beine verbrannt hatte. Auf die Frage hin, weshalb sie keine Schmerzen verspürte, antwortete sie: Schätzchen, ich bin seit 40 Jahren verheiratet und habe 8 Kinder großgezogen. Was zum Teufel sind Schmerzen? Diese Antwort nimmt zu zahlreichen leeren Tablettenbehältern in ihrem Zimmer schien die Erklärung zu liefern. Alter, ich sag doch krass. Vorfall der Stufe 3 geringfügig. Schon wieder Harold Worthington der Dritte. Es handelt sich bereits um den zweiten Vorfall mit Herrn Worthington in diesem Monat. Seinen Angaben zufolge habe sich der Teppich zur Alfresco-Lounge aufgeworfen, sodass er stolperte und fiel. Seinen Angaben zufolge war er auf dem Weg zu seinem Zimmer nach einer ganzen Nacht oben in der Alfresco-Lounge. Schon wieder. Wie zuvor verlangte er Wiedergutmachung in Form von kostenlosen Zimmerservice oder ein paar mehr von den verdammten Kissen. Herr Worthington zeigte sich am Telefon abermals streitsüchtig und beleidigend. Wenn ich richtig gezählt habe, hat dieser Stammgast mittlerweile 23 Kissen in 10 Monaten erhalten. Jo, geil. So. Ja, Empfangssafe ist entsperrt. Gucken wir mal rein, was da so Schönes drin ist. Wir können unsere Magnum reparieren. Na, das ist doch schön. Alles nehmen. So, dann gehen wir mal kurz und sehen wir mal, was wir alles reparieren können. Ja, die Magnum ist gut, die Jagdflinte hier, nö, aber diese Jagdflinten hier haben bessere Tage gesehen, also gib her. Oh, Sturmgewehre. Sturmgewehre? Nö, Superhammer. Ja, es ist nicht unsers, das ist nicht unsers, wir sind nicht mit Melee-Waffen unterwegs so viel, mit Melee-Waffen. Frage ist jetzt, gehe ich noch nach oben?
Weißt du was? Komm mal her. Moment. Ich muss gleich, glaube ich, mal eine Pause machen, um hier was vorzubereiten. Ach ja. Wie viel haben wir auf der Facecam? Also mindestens 4 Stunden haben wir aufgenommen. Alter Schwede, das hätte ich nicht gedacht. Ach, hallo. Ich sehe müde aus. Oho. Ich bin mal sofort wieder da. Ich mache hier mal einen Schnitt.